Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Ja, wir haben unsere Gilde in der letzten Folge ja komplett gegründet. Wer Interesse hat, soll uns bei Facebook oder was weiß ich wo anschreiben, dann kommen wir sofort online und laden euch ein. Wer bis sonntags immer warten kann, kann sonntags um die und die Uhrzeit online kommen und kann in dem Sinne mit in die Gilde. Ja. Richtig, sonst schreibt uns einen Brief, wann ihr da seid. Genau, und ich habe hier den Turbo Racer bekommen beim letzten Tornado. Genau, den Tornado beim letzten Pack Opening. Richtig. Bei der letzten Folge, besser gesagt. So, jetzt dürfen wir wieder reisen. Laufen. Genau, und man sieht auch, wir sind Gilde, sind alle vier Leute schön online. Ist nicht schlecht, Herr Specht. Die anderen beiden könnten auch zusammen Questen gehen nachher. Also genau. So kann man euch in dem Sinne ja auch helfen. Zurzeit bekommt ihr 5,45% oder so, hat Andi vorhin vorgelesen. 5,4, genau. Genau, 5,4%. Und das kann, Ruf bis, liegt bei 10%. Und wir noch vorsichtig dann vorbei. Genau, wir müssen natürlich jetzt wieder zu unserem Punkt erstmal hingurken. Wo Richtig. Wir jetzt hier waren, das fällt mir... Wenn du auf der Karte guckst, links ist ein Pfeil, der ins Haus zeigt, da müssen wir rein. Genau, also wo wir jetzt genau waren, kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Weil wir einfach letztes ich weiß Mal es. Mittendrin aufgehört haben, haben uns ja dann zurückgeportet in der letzten Folge. Genau. Wir waren ja in diesem Untergrund, da wo diese komischen Viecher drin waren. Genau. Ja, wie in der letzten Folge auch angekündigt, wer Interesse hat, dass wir vielleicht Guild Wars 2 zu zweit spielen, bitte unter Kommentare schreiben, ja oder nein. Genau. Wenn nein, warum? Genau, wenn nein, warum? Es geht einfach darum, ihr könnt auch einfach nur nein schreiben. Aber es wäre schön, wenn er vielleicht eine Begründung mit beischreibt. Genau. Wir möchten oder einfach dann doch gerne ein MMO-RPG spielen oder ein MMO oder RPG oder keine Ahnung. Auf jeden Fall möchten wir ja noch eins spielen. Und uns ist halt eingefallen, Guild Wars 2 könnte man ja spielen. Genau. Aber wir wollten das mit euch in dem Sinne abstimmen. Es funktioniert zurzeit auch saumäßig gut bei Star Wars. Bei Minecraft, dass wir wirklich alles abgestimmt bekommen. Und so könnt ihr es dann ja auch sehen. Oh, jetzt mal buffen hier. Genau. Und meine Drohne Ecstasy hier. Ich häng fest hier. Voll am Nippel, Alter. Aber. Ja, den Chat, den Bug haben sie eigentlich wieder behoben. Sehr geil. Genau. Geht einem jetzt nicht mehr so auf den Senkel. Jetzt wollte ich eigentlich mir hier noch einen Gilden-Chat aufmachen. Dass man mit den Leuten immer vernünftig reden kann. Ja, in der letzten Warum Kuschelkrieger, uns ist nichts Besseres eingefallen. Wir wollten bin AFK, Oma waschen wollten wir eigentlich nehmen, aber der Name war eigentlich schon belegt. Wir wollten irgendwas Lustiges nehmen, weil irgendwas Ernstes passt zu uns einfach nicht. Nee. Da können wir nichts mit anfangen. Nein. Ja. Links rum. Ja, jetzt gehen wir wieder zu unseren alten Quests, wo wir vorletzte Mal aufgehört haben. Genau. Sind wir ja auch gleich schon da. So weit haben wir es nicht mehr. Und dann geht's in dem Sinne weiter. 49,5 sind wir schon. Ja. Und dann geht's bald ab, Leute. Ich freue mich übelst, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen werden wir uns jetzt hauptsächlich auf unsere Klassenquest konzentrieren. Genau. Guck, da schreibt schon einer. Die Antwort dann natürlich drauf. Genau. Das mit der Gildenbank und das kommt. Wir haben ja auch letztens angekündigt, dass wir dann da Sachen reinmachen kommen. Okay, kostet die was? Das wissen wir leider noch nicht. Und der Andi schreibt, glaube ich, zurück.
Ja. Hier können wir nicht drumherum, also. Oh, da oben lag ein toter Druide, lol, der ist aufgestanden. Spielen wir jetzt hier ein Zombie-Spiel? Wahrscheinlich, ja. Ja, bei Euro Truck Simulator kann ich ganz ehrlich sagen, ist zum Beispiel Guild Wars 2 nicht gut angekommen, aber die Leute, ob die sich alle für MMORPG interessieren, weiß man ja auch nicht. Weil der Euro Truck Simulator, wissen ja auch jetzt schon einige, das ist halt nur unser News Truck. Aber da habe ich ja auch jetzt über den Truck Simulator ein bisschen erzählt. Es gab ja endlich diesen Mega-Patch, endlich. Und bald gibt es ja auch das DLC. Genau. Boom. Jawolla. Ja, die Ferien gehen los und wir freuen uns übelst zurzeit über die ganzen neuen. Es rattert ja wieder bei uns. Oh. Die Ferien waren nicht mal einen Tag da und die Abonnenten sind sofort gestiegen. Fanden wir sehr nice, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir haben eigentlich in dem Sommer gar nicht damit gerechnet. Nee. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Wir haben wirklich gedacht, es wäre Ebbe. Aber ob, wie wir schon mal gesagt haben, wir lassen uns da halt nicht dran stören, ob es warm ist oder nicht. Das hat uns früher auch nicht interessiert. Richtig. Wir machen immer weiter. Genau. So, hier waren wir auch stehen geblieben. Genau, wir sind schon wieder da. Ja, hinter der Kiste da vorne haben wir gestanden. Wir müssen noch 15 imperiale Gegner töten. Ja gut, dann rotzen wir jetzt einfach hier vorne rein und fangen an aufzuräumen. Genau. So läuft das. So. So, gucken wir mal, da haben wir noch eine kleine Gruppe hier. Vielleicht möchte ja auch jemand, den wir etwas länger schon kennen, vielleicht ja auch, der öfters in Star Wars Online ist, hier mit in die Gilde, der vielleicht einen Rang haben möchte, der dann auch Leute immer einladen kann. Geh mal ran. Das ist auch nicht das Problem. Genau, dann machen wir auch gerne. Genau. Ich weiß, manche Leute, die bei uns die Let's Plays schauen, habe ich heute wieder einen gehabt, der auf einem anderen Server ist. Ja, Leute, da kann man natürlich nicht zu, ne? Also, jeder spielt da, wo er gerne spielen möchte. Es gibt halt sehr viele Server, kann man ja sagen. Wir finden es einfach nur gut, dass es überhaupt noch Leute gibt, die dieses geniale Spiel unterstützen. Ja. Ja, lässt du meine Heilerin in Ruhe, du kleines Arsch. Oh, 2000 Crit. Lol. Das ist meine Frau. Ich klebe am Stuhl fest. Es ist wirklich pervers. Ja, ein Kaugummi unter dem Schuh. Oh, Leute. Ich... Deswegen sind wir heute auch ziemlich, ja, ein bisschen später in dem Sinne dran. Wir hoffen uns, dass es gleich angenehmer wird. Genau. Oh, drei Gegner noch. Oh, was ein Zufall. Drei Gegner stehen da noch. Ja, ist doch sehr nice. Irgendwie kommt mir das vor, als wenn sie uns gepusht hätten oder so. Ja, und die 5% sind ja auch eigentlich nicht wenig. Also nee, das ist schon... Erfahrung. Der Menge her bezogen ist das schon verdammt viel, ja. Ja. Ja, so. Man sieht ja jetzt auch meinen Namen endlich mal, dass ich mich Glabur Let's Play genannt und erst Spawny Together. Wenn man sich nebeneinander stellt, dann sieht man schon, warum und wieso. Genau. Genau. Hab den. Wir müssen hier hoch. Zieh mal den ran hier. So. Ja. So plättig hier. So. Stand da gerade, ich habe da irgendwo. Oh, hier müssen wir rein, richtig? Genau. Die Untergrundinvasion aufhalten.
Ja, super geil. Oder Start, eins vorbei. Ich denke mal, ja. Ein Gespräch beteiligen. Gespräch beginnen. Eher verhindern, so wie es aussieht. Das sind nämlich Imperiale. Ja, falls man das gerade gehört hat, ich habe gerade das Fenster aufgemacht. Gratuliere, ihr seid. Es wird Zeit. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was als nächstes kommt? Wir töten euch. Coronet Shipping untersteht meinem Kommando. Ihr mögt unsere Verteidigung überwunden haben, aber an meinen Leuten kommt ihr nicht vorbei. Uns können sie nicht besiegen. Ergibt euch, Captain. Legt euch nicht mit mir an, genau. Ihr habt verloren, Captain Granta. Stellt die Neutronenemitter ab. Glaubt ihr wirklich, das würde einen Unterschied machen? Draußen dann für den Pferdegebiss. Euer Fluchtweg. Hier drin gibt es keinen Ausweg mehr. Die Neutronenemitter zu zerstören. Der könnte mir fast Konkurrenz machen von der Hässlichkeit her. Andere Wege, die Republik unter Kontrolle zu halten. Liquid ist jetzt aber auch online. Aber der hat die Haare schön. Okay. Es funktioniert aber nicht. Egal wie viele Tricks das Imperium anwendet, ich werde sie aufhalten. Das geht jetzt nicht. Ihr werdet nur ein weiterer Haufen Leichen sein. Das ist alles. Befehle, Sir? Zeigt der Republik, wie das Imperium mit seinen Feinden umgeht. Dö. Zeig uns, wie hier mit dem Imperium, den Feinden umgeht. Du alte Memme, hier kriegst eine Haftgranate und ich tritt dir in dein verlängertes Rückgrat. Oh, der ist ja down. Oh, wie süß. Oh, was haben wir denn hier? So schönes Blastergewehr. Naja, ist schlechter wie meins. Machen wir mal nur Gear. Ich muss mir auf jeden Fall hier noch einen neuen Chat herstellen. Für Flüstern und Gilde. Ja. Lad mal Samen. Samsung. Ja, machst du das? Ja, Sekunde. Da seht ihr, schon geht's los. Es gehört halt jetzt einfach dazu. Genau. Und ich will mal gucken, wie das hier funktionackelt, ne? Funktionackelt, genau. Glaubt, der muss bei uns in der Gruppe sein dafür. Echt? Wenn ich das richtig sehe, ja. Kann man den nicht einfach so einladen? Rechtsklick, in die Gruppe einladen, flüstern, ignorieren, Freundesliste entfernen. Kann man nicht Schrägstrich, Guild, Invite und dann den Namen? So finde ich dafür jetzt. Ja, dann auf Gilde vielleicht und dann. Nö, da kann ich nichts. Laden wir ihn kurz ein. Ja, mach du mal, du bist ja Gruppenleiter. Samson ist bereits in einer Gruppe. Samson. Samson. Ah, Sekunde kurz. Wollte ich gerade sagen, bleiben Sie ruhig, junger Mann. Alles gut, alles gut. Kann man echt? Einladen, Befehl. Konsolenbefehl bedeutet. Invite in eine G-Invite-Name. Okay. Okay. Dann haben wir es ja. Ist aber anders wie früher im WoW. Da war Schrägstrich Gilde Invite Name, ne? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, Leute, das ist schon so lange her. G-Invite. Und dann Sam Doma. Ist bereits in einer Gilde. Na, dann musst du dem Quaff das schreiben. Wir klicken hier mal drauf, würde ich sagen. Ja. Na. Oh, Leute, ich schwitze. Das ist so widerlich, das Wetter. Ja.
anklicken. Oh, ich muss ein Stück vorgehen. Jawohl, am Gespräch beteiligen. Und Gespräch beginnen. Wer seid ihr? Ihr versucht doch sie abzuschalten, oder? Ganz recht. Wer seid ihr? Ganz recht. Kommt mir nicht in die Quere. Mich aufzuhalten, werden euch die Konsequenzen nicht gefallen. Captain Granta ist tot, General. Wir sind bereit, die Neutronenemitter auszuschalten. Negativ. Imperiale Soldaten steigen gerade in die Raketenbahn. Sie wollen uns aufhalten, bevor wir ausrücken können. Wenn die Imperialen heftig genug zuschlagen, haben wir niemanden mehr, den wir schicken können. Wir müssen sie mit den Neutronen-Emittern ausschalten. Ich kann nur also keine okay. Oh, eins. Die Zivilisten kannten das Risiko. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Imperialen die Truppen erreichen. Richtig, tötet sie alle! Da sind sie. Die Imperialisten. Ja. Das ist unsere Waffe. Okay. Oh, nice. Da sind die Imperialisten. Und? Jetzt gibt's ein Krakabum. Mit den Zivilisten. Du bist mit so der ein Drecksack, Frau. Echt. Bam! Und dann sind sie tot. Oh, du bist so ein Sadist. Hihihi. Aber gut, wir haben schon lange keine böse Szene mehr gesehen. Meistens gewinne ich. Richtig. Ich schicke meine Leute zum Bahnhof, um sicher zu gehen. Kehrt so bald wie möglich in den Rotlichtsektor zurück. Ja. So, hier ist auch fertig. Liquid und hat dich angeschrieben, du sollst mal antworten, wegen Einlad. Ja, genau. Ja, Leute, das wird jetzt wohl ein bisschen schlimmer noch. Ja, das ist am Anfang. Jetzt wollen am sie. Am Anfang. UENTON. Wenn er jetzt Liquidton ist bereits in einer Gilde. Okay. Wenn du in einer Gilde bist. So, und weiter geht's. So, was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen als nächstes unser Schnellreiser benutzen. Oh ja, das geht ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, an die Flottenpass können wir nämlich nicht benutzen. Aber wir haben und nur jetzt, einen Punkt. Wollte gerade sagen, jetzt fragen nicht wohin. Wohin? Alles klar. Wo sind wir? Alles klar. In der Kantine. In der Kantine. Oh, jetzt muss ich aber auch erstmal überlegen, wo wir waren. Wieder rauslaufen. Genau, wir haben ja letztes Mal auch keine Pause in der Zone gemacht. Ja, wir fahren hier nochmal mit dem neuen Gleiter. Jupsa. So, jetzt gehen wir erst eben die Quest ab und dann geht's ab ins nächste Gebiet, nämlich zu den Wolken des Todes. Genau, um unsere Klassenquest in dem Sinne fortzusetzen. Richtig. Und ich schätze mal, wenn wir mit den Klassenquests fertig sind, sind wir eindeutig Level 50. Das sollte so sein, ja. Ja, und dann bin ich gespannt, ob es diese Epic-Quests noch gibt, dass man sein ganzes Epic-Gear aussuchen kann, dieses Set. Das würde mich wirklich sehr reizen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil man hat das halt früher einfach so bekommen. Und wenn man das jetzt auf einmal nicht mehr bekommt, würde ich schon sehr schade finden. Ja doch, das also wäre... Muss man wirklich sagen. Hat er dir auch zurückgeschrieben? Noch nicht, nein. Okay, mir hat er nicht. Jetzt hat er geschrieben, kannst einladen. Okay, dann folgt das. Ja,
Und ja, wir machen das natürlich jetzt auch, Leute. Es haben viele, viele lange gewartet, dass wir eigentlich eine Gilde bekommen. Es war ja auch am Anfang gar nicht so einfach. Ja. Und Liquin ist der Gilde beigetreten. Jawohl. Sehr schick. So, das ist der Klassenquest hier. Wo willst du hin? Hier rein. So, da ist die Quest. Richtig. Am Gespräch beteiligen. Auf geht's. Genau. Ihr habt es herausgeschafft. Wir waren auch nicht untätig. Bei Coronet Shipping herrscht immer noch Chaos. Aber die Raketenbahnen laufen wieder. Die Neutronenemitter haben ausgezeichnet funktioniert. Die Imperialen an Bord hatten keine Chance anzugreifen. Erklärt das mal den Zivilisten, die dem Schiff entfliehen. Oh. Sie haben es nicht davon zu werden. Ja, Andi ist halt ein Sadist. Ich hatte keine Wahl, ist vorbei. Ich schulde euch keine Rechtfertigung. Genau. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ihr könnt mich sowieso nicht überzeugen. Das Wichtigste ist, dass wir dann Andi sein Wasser aufgedreht. Wasser, ja. Aber das Imperium macht es uns nicht leicht. Sobald unsere Truppen die Raketenbahnen verlassen und den Bodentransporter umsteigen, werden sie nicht mehr gesehen. Okay. Wir sind nicht sicher, wie das Imperium sie abfängt. Aber wir haben von jemandem gehört, der glaubt es zu wissen. Ratsmitglied Belos. Ein Zufall? Ein Ratsmitglied. Der dafür gestimmt hat, dem Imperium beizutreten. Das war ein Fehler. Die Republik wird Corellia befreien. Und ich will dabei helfen. Aha. Du! Du kleines Hosenkackerchen. Ja, Imperialistenschwein. Ihr habt gegen die Republik gestimmt. Warum wollt ihr uns jetzt helfen? Ihr habt die imperiale Blockade gebrochen. Andernfalls hätte die Republik keine Chance gehabt. Wie nett von euch, dass ihr uns jetzt unterstützt, wo das Imperium dabei ist, zu verlieren. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Aber ohne meine Hilfe wird eure Verstärkung das Tal der Arbeit niemals passieren. Eure Leute verschwinden, sobald sie in Gleiter umsteigen. Das Imperium setzt Droiden-Prototypen ein, die jedes Kurzstreckentransportmittel erledigen können. Es könnte sein, dass ihr lügt, genau. Wirklich? Woher stammt dieses Wissen? Der Rat hat täglich mit den Anführern des Imperiums zu tun. Meine Assistentin Dina Beha hat Nachforschungen über die Droiden angestellt. Ich habe sie angewiesen, euch im Tal der Arbeit zu treffen. Darf sie mit euch rechnen? Ich werde dort sein. Ich werde euch vorläufig vertrauen. Wenn ihr mich hintergeht, werdet ihr leiden. Leiden. Ich werde. Ey! Aber ich habe keine Wahl. Ich werde dir den Vibrator in den Arsch schieben. So hätten wir uns mal benennen sollen, Andi. Wie hieß der Name? Ich sollte wieder zurückgehen, bevor man mich verliert. Wenn ich irgendwas mit Dildo. Könnte, keine Ahnung. Wenn das eine Falle sein sollte, werden wir es bald wissen. Nehmt die Raketenbahn ins Tal der Arbeit und findet diese Dina BH. Wir müssen BH. Okay. Aufhalten. Ein BH müssen wir suchen. Okay. Ein BH. Den suchen wir doch gerne. Oh, hier gibt es wieder Double XP. Ich kriege endlich hier so ein Teil für Ella. Und ein Ella, schlechtes Lichtschwert. Wunderbar. Ne, Ella kriegt hier so ein Generator, der wirklich viel, viel besser ist. Der brummt, glaube ich, ne? Das kann man auch so sagen. Ja, könnte schon sein, ja. So, Ella hat auf jeden Fall jetzt eine ganze Ecke mehr Power. Ja. Power, man. So, wir können weiter. Genau. Ja, dann. Na, zwei doofe, ein Gedanke. So ist das. Was ist TS? Teamspeak. Achso. Schön cool. Ja, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei Star Wars. Bis zur nächsten Runde, wenn es wieder heißt Spawny Star Wars. Und Glabur, der Hässliche. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.